Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Angespielt von Deep Loot und sogar Deep Loot 2.2, anscheinend neues Update. Fix the Collateral Damage Mission, okay, das ist erstmal unwichtig für uns. Wir wissen auf jeden Fall, cooler Sound schon mal, Deep Loot wurde mir vorgeschlagen. Klingt an sich interessant, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Über Bord mit dir! Okay, let's get looting. Tap where you want to go. Okay. Kann man das brechen? Tatsache. Eine Muschel. Eine Perle. Not all creatures are aggressive, but you can still hunt them. Nicht alle Kreaturen sind böse, aber du kannst sie jagen. Tipp auf eine Kreatur, um auf sie mit einer ausgerüsteten Waffe zu schießen. Die aber. Okay, ich kann sie jetzt zwar angreifen, aber wirklich, was bringt, tut mir das jetzt nicht, wa? Du kehrst automatisch zurück zu deinem Boot, wenn du keine Luft mehr hast. So, ja. Suche so viel Loot wie möglich. Ihr seht oben links meinen Airtank. Da haben wir ein bisschen was. Look, a giant clam. Tap it to prize to open, okay. Also das hier, Clem ist halt eine Muschel. Wir haben keine Luft mehr. Auf geht's da oben. Und was haben wir gefunden? 235 Loot, 25 Creature Bonus, 100% Dive Complete Bonus, okay. Und 63 Coins haben wir anscheinend bekommen. 38 Meter Tiefe. Und wir könnten zum Shop gehen. 1360 haben wir aktuell. Ah ja, okay. Hier seht ihr zum Beispiel, dass beides hier macht gar nichts, die beiden Dinger. Die beiden besitzen wir nämlich. Und erst ab Vintage Deep kriegen wir 10% mehr Luft dazu. 10% Defense. Aber 10% ATK abgezogen. Hier 11% bis ganz da unten. Schauen wir mal ganz kurz. 50% R, 20% Defense, aber halt minus 50% ATK. Das heißt, es gleicht sich immer so ein bisschen aus. Oh, das scheint ein ziemlich OP-endes Ding zu sein. Plus 22% von allem, aber dafür 100.000 Coins kostet das Ding. Ja, also das sind hier only gute, also die wirklich nur Positives hervorgebracht haben. Shipshop. Was macht das? Ein Free Air Boost per Dive, was heißt also, hier kann man sich ein etwas mehr Luft anscheinend holen dann dadurch. Seagulls are your friends, heißt die Seemöwen sind unsere Freunde, das heißt, die greifen es wahrscheinlich an. Perk Bananas. Auto Defense when low on air. Okay, also verschiedene Buffs. Upgrade Check. Unser. Wie heißt das? Equipment wahrscheinlich. Genau, unser Equipment. Next Air Tank Super DX. Mehr Luft passt da morell. Unser Drill. Macht mehr Schaden. Und was haben wir hier noch? Achso, unsere Elektro-Harpune. Ah ja, aber kostet alle 5000, kann man es auch gar nicht leisten. Und Dive Supplies. Ich glaube, das kostet echt Geld, oder? Würde ich mal meinen. Also lassen wir es erstmal in Ruhe. Gehen weiter. Komm, piekst uns wieder runter. Oder schlag uns runter, ist auch kein Thema. Dann schauen wir mal, wo wir hin können. Aha, a treasure chest, tap on it too. Okay, hier ist eine Schatzkiste da unten. Oh, hier ist noch eine Muschel. Ich glaube, wir sollten etwas weiter runter gehen. Was macht er jetzt? Achso, er wird also alles automatisch wegdrillen. Achso, das kostet uns sogar noch eher. Da oben ist noch eine Schatzkiste. Oh, guck mal, die greifen uns an, die Schweine. Warum zum Geier haben die jetzt angegriffen? Ich bin low air und da bin ich schon tot. Also, weg. Das ist ja doof, warum die jetzt angegriffen? Jetzt habe ich so viel Luft verloren. Na, dann direkt nochmal runter. Peaks, peaks. War es nicht so cool, ja. Aber eine schöne neue Muschel. Mit einer schönen Perle. Ich weiß auch nicht, was hier Feind und was Freund ist. Weil ihr seht das ja gar nicht.
Achso, hier haben wir noch was, okay. Ein paar Goldnuggets, die wir noch mitnehmen sollten. Ich kann nicht mal swipen, also wischen. Das ist doch kacke. Oh ja, hier ist auch noch Müll, den man mitnehmen kann. Ich hasse diese Viecher ohne Scheiß. Gehen die mir auf den Sack. Dummerweise bin ich jetzt schon wieder an Land. Also kommen wir nicht wirklich weit runter, wa? Muss ich sagen. Also 585 Coins haben wir dazu bekommen. Aber so wirklich weit komme ich hier nicht. Und ich kann ja Schritt für Schritt vielleicht zu den 5000 zu einem höheren Luftbehälter oder so. Achso, Mission gibt's auch noch. Okay. Ah. Tap this to view missions. This button shows supplies. Find loot and earn lots of coins. Okay. Lost and found open 15 treasures. Treasure chest. Open sesam. Open 10 locked chests by any means. Und 2500 Einheiten Luft benutzen. Okay. Das ist eine Qualle. Ich denke mal schon, dass sie böse sein wird, oder? Das ist eine verschlossene Truhe. Okay, wir haben sammelbare. Aua, hör auf damit. Sammelbare Items gerade gefunden. Und jedes Mal, wenn wir eine Aktion anscheinend tätigen, verlieren wir Luft. Und ein Airbooster. Wo haben wir den? Da haben wir Airbooster. Hier ein bisschen Air dazu. Yay, geile Sache. Ihr seht schon, wie gemein die werden hier. Aber sind auch gemein, die Biester. So, jetzt nochmal 95 Coins dazu bekommen. Sehr schön. Eine Mission haben wir gleich, das ist fertig, oder? View Loot Collection. Das heißt, wir haben jetzt zwei Items. Einmal so eine Schachview, das andere weiß ich gar nicht mehr. Okay, hier ist nichts. Bei der 01 und 02 ist auch nichts. Top Secret. 03 nichts. Ah ja, hier haben wir was. Top Trophies, 1 von 6 Items. Wir haben so eine Trophäe gefunden. Was haben wir hier noch gefunden? Ägyptisches Nachleben. Und hier haben wir noch was gefunden anscheinend. Ach so. Ah. Pliosaurus-Skeletten. Die ganzen Dinger, die wir gefunden haben, waren Teile eines Skeletts gewesen. Ist ja auch nicht schlecht. Was haben wir hier gefunden? Galactic Artifacts. Was hat ich denn gefunden? Diese riesige Platte da hinten? Das kann sein. Hier haben wir eine Schachfigur gefunden. Von einem Schachspiel. Ihr seht, dass wir schon ordentlich was gefunden haben, ja, von dem ganzen Zeug. Und noch nichts komplett. Ist ja logisch, das dauert aber eine Weile. Aber schon einige gefunden, obwohl ich das gar nicht so mitbekommen hatte. Hier kommen wir hier oben direkt. Ja, mit Glück kriegt ihr halt immer wieder die. Diese. Lava. Diese Teile eines Raptor hier, eines, na, wie heißen sie, eines Dinosauriers. Wenn man den dann irgendwann zusammensetzt, oh, was haben wir da hinten Schönes. Ey, komm, ist ein Witz, oder? Schauen wir mal über ins nächste Ding. Und schon wieder eins. Es ist unglaublich, wenn du einen Fisch hast, hast du verloren. Weil der killt dich so lange, der greift dich so lange, bis du tot bist. Ja, Roguelike Game ist nicht so mein Ding eigentlich. Ja, ja. Wir sollen unsere Vorräte aufrüsten während den Tauchgängen. Aber ich verzeihe. Oh, das ist eine Sandburg. Eine Wasserburg. Ja, eine Sandburg schon richtig. Da haben wir einen Seestern gefunden. Oh, die Qualle, geh weg, Qualle. Quallen sind gemein. So, keine Kiste mehr oder so. Ja, ja, Low Air. Leider nichts mehr, schade. 20 Meter gerade mal tief. Also ich denke mal, die ganz, ganz super tollen Dinge gibt es sowieso ganz unten, ganz, ganz unten. Wir werden einfach wieder über Bord geschmissen werden, ist ja unglaublich. Hier, take this key and try it on that chest. Okay, wir haben eine Stings bekommen.
einen Schlüssel. Das heißt, wir müssen die Dinger nicht unnötig aufboxen. Das ist schön. Es ist unglaublich, oder? Ich klicke da hin. Was machen die? Die laufen mir hinterher. Blöde Mistviecher. Low Air, ja, ich sehe schon. No! Verdammt nochmal. Verdammt. Er hat es ja nicht mehr geschafft, das Ding aufzumachen. Puh, ja, Dive Stats unten links seht ihr schon, wie viel Luft wir bisher benutzt haben. 75, eine verschlossene Truhe geöffnet, ein und ein Ohr, also ein Ohr, was heißt ein Ohr hier? Edelstein aufgesammelt. Ohr collected, ja, Ohr war Edelstein gewesen. Na, da oben. Da haben wir eine Kiste. 150 Gold. Und eine Goldperle. $250. Oder beziehungsweise Gold. Na, geht weg, Fische. Ich bin nicht für euch da. Könnt ihr durch das angreifen? Stirb! Okay, der ist wirklich tot. Ich bin ja gemein. Ich hab schon wieder Low Air. Also, holy shit, wie schnell die Luft weggeht hier immer jedes Mal. Kannst du nicht mal ein paar Stunden lang die Luft anhalten, Kleiner? Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal einen größeren Air Tank kaufen für 5000. Haben wir jetzt. So, by now. Oh, next Air Tank Mega Pro. 25.000 Coins. So, Blocks drilled 6, Ore collected 3 und normale Kisten geöffnet 2. Na, schauen wir mal, wie lange wir jetzt unter Wasser durchhalten. Schön toll. Ja, ist der größer geworden? Ja, ich glaube schon. Ist, glaube ich, größer geworden. Oh Gott, so viele Quallen, ey. Ich glaube, die bewegen sich auch nur, wenn wir uns bewegen, kann das sein? Komischerweise habe ich mich jetzt nicht angegriffen. Bin ich denn zu gut, oder was? Schon wieder ein Teil gefunden. Hups. Mission complete. Lost and found. Open 15 treasure chests. Destroy an oil refinery's power source. Okay, die haben wir vorhin schon gesehen, diese power source Dings. Okay, einen Defense Boost haben wir bekommen. Als Verteidigung. Ja, ist klar, jetzt greifen die mich an, oder wie? Um mir das zu zeigen. So, da haben wir jetzt das mit dem Oil Refinery, glaube ich. Dear Winston, I have some bad news. Julia. Das war ein Flaschenpost gewesen. Ah, verstehe. Ich glaube, wenn wir weiter runtergehen, dann... Looks life good. You've got involved in a bit of scrap. Okay, nee, der will, dass wir unbedingt unser Dings benutzen. Weil da unten so ein mega fieses Monster ist, das uns angreift, aber das hätte uns auch nicht viel gebracht. Ja, wir haben viel Loot collected. 500 mal durch die Schlaschenpost, das ist auch nicht übel. Und ja, wir müssen auf jeden Fall die höheren Lufttanks kaufen. Die sind wichtig. Ja, weiß ich schon. Hört mich voll zu labern, ey. Ich verstehe nicht so richtig. Warum gibt er sich ja bitte durch? Oh, da oben ist was. Dear Winston, I don't think I'm alone. Julia. Glückwunsch, du hast ein Boot gefunden. In der Mitte des Ozeans. Oh Gott, sind hier viele Monster. Waren da viele Monster. So, Perle her. Da ist die Freiheitsstatue. Warum zum Geist hier die Freiheitsstatue? Oh mein Gott. Haha, hast mich verfehlt. Weil ich in der Luft hänge. Tatsache, die wollen mich, die Biester. Holy shit.
Ja, meine Futsche wieder knapp. Komm, das kriegst du noch hin, oder? Hat mir da nicht viel gebracht. Schade. Oh, hier war noch was gewesen. Da ist ein Rohr. Verdammt. Verdammt. Aber Location-Bonus 600. Wofür das denn, bitteschön? Einmal machen wir noch. Müssen wir ganz kurz unsere Dings anschauen. Unsere Missionen, die wir aktuell noch haben. Heavy Breathing Use 2500 Units of Air. Hard Reward 600 Erfahrung. Und die anderen beiden sind noch Easy Rewards. Okay, trotzdem weiß ich nicht, wo ich diese Ölraffinerie-Dings besiegen kann. Kaputt machen kann, beschädigen kann, whatever. Ja, solange ich mich in Ruhe lasse, ist alles okay. Machen wir schon wieder was. Und schon wieder so ein Teil für den Dino. 40 Meter Tiefe. Oh, da haben wir den nächsten. Kostet mir natürlich eine ganze Menge Luft, aber wir kriegen natürlich auch viel Geld dadurch und diese komischen Schachfiguren und so weiter. Schon ganz praktisch. Jetzt können wir hier schon mal so ein Defender-Dings reinhauen. Ist jetzt nicht mehr so clever, weil wir auch keine Luft mehr haben, aber... Ja, das war ein bisschen unclever, den Defender-Bonus da zu benutzen. Aber wir haben schon wieder Location-Bonus 400 bekommen. Jetzt haben wir schon wieder 6340. Suits Store war es, glaube ich, gewesen, oder? Ne, das war's. Oder? Warte mal ganz kurz. Wie teuer war das? 1000 nur. 2000. 5000. 5000. Genau, das gleiche sieht nur anders aus. Für 6000 kriegen wir sogar nur zwei positive Stats: 14 und 10%. By now. Queenie. Continue. So, jetzt sind wir wer anderes. Jetzt werden wir nach unten gestoßen. Und wir haben jetzt mehr Luft. Noch mehr Luft. Ja, die können uns halt, das ist halt echt geht wahrscheinlich. Diese ganzen super tollen Spezialdinge, die sie mir geben könnten. Critical, wow, das ist nämlich gecrittet. Das Ding hat mich ernsthaft gekrittet. Aber wir müssen schon wieder boxen, oder? Ne, noch nicht. Glücklicherweise nicht. Perle. Flup, flup. Dann nächste Kiste. Oh, was haben wir da? 500 für so ein besonderes Item. Wow, ist das eine riesige Kiste. Open 10, ja okay. Find 9 pieces of special loot. Guck mal, da war noch was anderes gewesen. Verdammt, das ist weg, glaube ich, das ist weggegangen. Diesmal kein Location-Bonus, dafür haben wir aber 1375 Loot bekommen. Also, man kommt auf Dauer sicherlich schon ganz, ganz viele Coins, seht ihr ja auch. Also, das macht auch echt Spaß. Jetzt habe ich hier schon Messages in... Achso, Messages in Bottles sind... Collections. Was bringt mir das aber, wenn ich die fertig habe? Und hier haben wir Diamanten. Aber wir haben von ziemlich vielen Dingern jetzt schon was gefunden. Sieht da ja hier, überall. Seesterne, was war das da? Ist das alleine? Achso. Nee, hä? Da passt noch mehr rein anscheinend. Wir haben schon zwei Schachfiguren bekommen, zwei Bauern. Hier müssen auf jeden Fall noch zwei, genau. Three Wise Monkeys. Und ja, auf jeden Fall ist es ziemlich cool, die Blut. Wenn ihr es auch spielen möchtet. In der Videobeschreibung findet ihr Links zu dem Spiel. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Gerne mal eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Angespielt. Vielen Dank und bis dann. Ciao.